Normalerweise nimmt der Abteilungsleiter die Aufträge vom Verkauf entgegen, da es sich hier um unsere internen Weihnachts-Giveaways für unsere Kunden handelt, darf ich das Projekt mit unserer Marketing- und Projektmanagerin besprechen. Es handelt sich um zwei verschiedene Verpackungen, zum einen für eine Handtaschenlampe, zum anderen für ein Visitenkartenetui. Sie sollten von der Form und vom Handling her ähnlich aussehen und zu bedienen sein. Weiters sollten beide Verpackungen noch Platz für ein Grußkärtchen in der Größe einer Visitenkarte haben. Zum Schutz und guten Verschluss der Verpackung einigen wir uns auf die einfache Variante einer Hülle. Natürlich habe ich die Entwürfe mittlerweile schon konstruiert. Das sind nämlich sehr zeitaufwendige und detaillierte Arbeitsvorgänge. Jedes einzelne Teil der Verpackung wird in einer extra Datenbank abgespeichert. Unser Set besteht aus 7 Einzelteilen und jede Datei verfügt über eine Datenbank, in der alle Angaben wie Kundeninformationen, Beschreibung und Inhalt der Verpackung, Materialbezeichnung und Formatangaben festgehalten werden. Allein mit diesem Entwurf war ich ca. 4 Stunden beschäftigt. Unser Konstruktionsprogramm verfügt über verschiedene Werkzeuge. So kann ich eine Linie verschieben oder kopieren, teilen oder zusammenschneiden. Ich kann frei Hand konstruieren oder einen fixen Wert eingeben. Kreise, Bögen, Wellenlinien, alles kein Problem. Also wenn ich meinen Entwurf so weit konstruiert habe, dass sich eine geschlossene Schnittkontur ergibt, kann ich mit Hilfe des Plotters ein Probemuster ausschneiden und überprüfen, ob ich mit meinen Abmessungen richtig liege. So kann es also sein, dass ich bei einem kompletten Neuentwurf einige Stunden und unzählige Probemuster benötige, bis ich zu einem zufriedenstellenden und vernünftigen Ergebnis komme. Aber die Arbeit ist interessant und spannend. Und es macht sehr viel Spaß, etwas zu konstruieren, das es vorher noch nicht gab. Vom PC aus werden die Daten als Schnitt-, Matrizen- oder Zeichenprogramm zum Plotter geschickt. Der Plotter kann Karton, Papier und Wellpappe schneiden, ritzen und rillen. Große Musterauflagen werden vom Plotter mit Hilfe von Kartonmatrizen gerillt, einzelne Muster rillen wir von Hand. Wenn die Machbarkeit nachfolgender Produktionsschritte fraglich ist, halte ich Rücksprache mit dem zuständigen Abteilungsleiter. Zu beachten sind unter anderem Materialbeschaffenheit, Faserlaufrichtung, Format des Nutzens und der Maschine und die Auswahl des geeigneten Klebstoffs. Bei der Nutzeneinteilung auf dem Bogen ist natürlich auch wieder auf die Laufrichtung der Fasern im Karton zu achten. Für
Für das Setzen der Trennmesser und Haltepunkte habe ich mich schon mit dem Abteilungsleiter der Stanzerei abgesprochen. Der Verkauf wird über die Anzahl der Nutzen und das Format des Bogens informiert. Die vom Grafiker gelieferten Daten werden auf Farbaufbau und Druckstand laut CAD-Stanzkontur genauestens überprüft und gegebenenfalls angepasst. Mit dem Proof wird das Druckbild vorab simuliert. Bei der Arbeitsübergabe werden alle relevanten Fakten besprochen, die auf der Auftragstasche angeführt sind. Benötigte Musteranzahl, Material- und Grammaturangaben sowie der Abgabetermin. Zuerst kaschiere ich das Proof unter Beachtung der Faserlaufrichtung auf das vorgesehene Material. Den genauen Stand von bedruckten Bögen oder Proofs für Dummies kann ich mit einer Zeichnung der Kontur ermitteln. Es ist sehr wichtig, auch auf die Feineinstellungen des Plotters zu achten. Messertiefe und Rilldruck müssen regelmäßig auf die Materialeigenschaften abgestimmt werden. Wenn das Rillrad zu tief eingestellt ist, kann es beim Nachrillen zum Rillbruch führen. Wird die Schärfe des Messers außer Acht gelassen, reißt das Material an engen Stellen oder Kurven ein und die Arbeit beginnt von vorne. Da ich alles schon vorbereitet habe, kann ich unser Set nun zusammenbauen und das Ganze im Schnelldurchlauf. Bei der Besprechung mit Frau Längle kommen wir zu dem Entschluss, dass wir wieder einmal eine gute Zusammenarbeit bewiesen haben. Alle Kriterien wurden zur vollsten Zufriedenheit erfüllt.
ich erhalte das Okay für die Stanzformenbestellung und der Auftrag wird zur Produktion freigegeben.